Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ist immer noch etwas ungewohnt für mich. Kurz zu meiner Person, nachdem Klaus ja dankenswerterweise schon was gesagt hat. Ich bin stellvertretende Landesvorsitzende hier in Berlin und die meiste Zeit beschäftigt als Sozialarbeiterin für Jugendliche und Familien und Betriebsrätin. Und nun bin ich auch Kandidatin für den Wahlkreis 8 in Pankow und für die BVV in Reinickendorf, dem einzigen Bezirk. Und ich finde, das kann gar nicht oft genug angeprangert werden, wo die Einrichtung einer Gemeinschaftsschule verhindert wird von der CDU und, das muss man sich mal vorstellen, gegen das Votum von Eltern, Lehrern und der BVV ein unglaublicher Skandal. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, trotzdem, ich freue mich auf den Wahlkampf, denn wir haben mit dem Wahlprogramm unser Gesamtkonzept für ein soziales Berlin weiterentwickelt. Mir geht es heute noch mal um einen Aspekt, der mir naheliegenderweise besonders wichtig ist und an dem wir auch von allen Seiten arbeiten. Der Bereich der sozialen Arbeit und der freien Träger ist eine große Baustelle. Das hat auch unsere Parteitage schon mehrfach beschäftigt und wird es weiter tun. Schon im nächsten Landesausschuss ist es wieder Thema. Denn hier geht es, ebenso wie beim Wasser, der Gesundheit, der Bildung oder der Energieversorgung, um Daseinsfürsorge. Hier geht es um einen weiteren Prozess der Umverteilung von unten nach oben, um eine Wachstumsbranche finanziert mit Steuergeldern. Dem kann nur die Linke Einhalt gebieten, denn sie ist die einzige politische Kraft, die konsequent fragt, welche Art von Wachstum brauchen wir, welche Art von Arbeit wollen wir. 95% der Menschen müssen wenigstens einmal im Leben soziale Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Diese Leistungen sind gesetzlich geregelt. Dabei ist kaum bewusst, dass diese intimste Form staatlichen Handelns fast gänzlich in der Hand von Fremdfirmen liegt. Das ist in Berlin ein unüberschaubarer Flickenteppich von kleinen bis großen Trägern mit insgesamt rund um die 100.000 Beschäftigten, leider kaum gewerkschaftlich organisiert und deshalb schlecht zu sehen. Aber die Sozialbranche ist in den letzten 15 Jahren 6 bis 7 Mal schneller gewachsen als die gesamte Wirtschaft. Jeder 6. Euro Steuergeld fließt in diese Branche. Sie ist gemeinnützig, sie zahlen keine Steuern, dürfen keine Gewinne machen, aber Überschüsse erwirtschaften, die reinvestiert werden müssen. Der Sozialmarkt wächst also nicht nur, weil mehr Menschen Hilfe brauchen, sondern weil Überschüsse die Unternehmen zwingen, ihr Angebot permanent zu erweitern. Was das im Kapitalismus bedeutet, liegt auf der Hand. Überschuss rauf, Löhne runter, Arbeitszeiten rauf, Qualität runter. Das bedeutet Investition in Wachstum, abgekoppelt vom tatsächlichen Bedarf. Auf Kosten der Hilfeberechtigten, der Beschäftigten und der kommunalen Kassen, mit Geld, das fehlt, um zum Beispiel Tariflohn zu zahlen. Was wir tun und was wir tun können, fordern auch die Interessensvertretung der Beschäftigten und Betroffenen und steht auch in unserem Wahlprogramm. Die Schaffung von Transparenz in der Mittelzuteilung und die strikte Kontrolle der Sozialunternehmen. Qualität in der Arbeit und passgenaue Konzeption als Maßstab für die Auftragsvergabe. Und natürlich den Abbau von prekärer Beschäftigung und die Entwicklung von Rahmenbedingungen für eine einheitliche Tarifstruktur. Wir brauchen endlich einen Branchentarifvertrag oder ein weiteres Vergabegesetz, das die notwendigen Standards verpflichtend macht. Als Betriebsräte zusammen mit den Gewerkschaften kämpfen wir für eine bessere Organisation der Beschäftigten, damit es überhaupt Tarifpartner gibt. Als Partei kämpfen wir für eine angemessene Finanzierung der Kommunen, unter anderem um genug Geld für die soziale Arbeit zu haben. Und alle müssen wir hinter unserer Senatorin stehen, die für die Änderung der Bundesgesetzgebung kämpft. Denn der Staat darf bisher nur die Leistungserbringung kontrollieren, den Einsatz der Mittel aber nicht. Das soll anders werden, deshalb gibt es eine Berliner Bundesratsinitiative. Auf dieser Baustelle, wie auf anderen, es geht darum, die Probleme anzupacken, sie transparent zu machen und sich nicht vor der Verantwortung zu drücken. Im Kontext eines Netzwerkes für eine solidarische Stadtgesellschaft. Da wäre ich gerne dabei und ich bitte euch um euer Mandat.